zum Thema Das Leben ist wertvoll. Viel Spaß. Ich bin gesund, wie ihr alle seht. Ich kann laufen, springen, tanzen und viele andere Hobbys ausüben, die Jugendliche in meinem Alter gerne machen. Natürlich habe ich mich schon einige Male verletzt. Gott sei Dank ist dies bei mir bisher gut ausgegangen. Doch das muss nicht immer so sein. Viele unterschätzen die Gefahren des Lebens. Sie riskieren zu viel, sie sind sich nicht bewusst, wie wertvoll es ist und wie plötzlich alles anders sein kann nach einem Unfall oder einer Krankheit. Das Leben ist wertvoll und es ist zerbrechlich wie ein rohes Ei. Erinnert ihr euch an die Stabhochspringerin Kira Grünberg? Eine junge 21-jährige Profisportlerin. Das Leben noch vor sich und man prophezeite ihr eine steile Karriere im Sport. Alles lief wie im Bilderbuch bis zu diesem einen Tag, an dem sie während ihres Trainings den folgeschweren Unfall hatte. Sie stürzte so unglücklich in den Absprungkasten, dass die Halswirbelsäule sofort brach. Das war Ende Juli 2015. Kira ist seitdem querschnittsgelähmt ab dem Hals. Wahrscheinlich war dies das Schlimmste, was ihr je passieren konnte. Verzweiflung über ihre Lage lässt Kira Grünberg nicht erkennen. Vielmehr bemüht sie sich um Normalität. Mein Kopf hat sich nicht verändert, sagt sie in einem Interview mit dem ORF. Es sei alles das Gleiche geblieben, bloß dass ich jetzt halt ein bisschen mehr an das Bett gebunden bin und an den Rollstuhl. Viele Menschen fragen sich jetzt bestimmt, warum passiert dir sowas? Wie kann das einem Profi passieren? Ich sage euch, kaum jemand schätzt das Leben so, wie man es schätzen sollte. Kaum jemand ist sich bewusst, wie wertvoll und kostbar das Leben ist. Bei meinen Internetrecherchen bin ich auf ein Video gestoßen, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. In diesem Video wird gezeigt, wie ein Junge ganz plötzlich durch Magie verschwinden kann. So wird es durch einen Moderator in einem Fernsehstudio eingeleitet. Er sagt, ich zeige euch jetzt, wie ein Junge ganz plötzlich verschwindet. Im ersten Moment klingt es witzig und lustig, man wird neugierig. Wie soll das gehen? Doch was dann zu sehen ist, ist beinhart, richtig brutal. Man sieht, wie der Junge auf der Straße geht, mit Kopfhörern im Ohr, chattet mit Freunden und sein Smartphone in der Hand. Dann überquert er die Straße, ein Auto kommt, man hört einen dumpfen Aufprall und der Junge ist wie durch Magie weg, verschwunden und ganz bestimmt kommt er auch nicht mehr wieder. Kennt ihr den Paralympicsieger Thomas Geiersbichler, den Salzburger Rennrollstuhlfahrer? Er war gerade einmal 18, als er nach einer scheinbar normalen Partynacht mit seinem Freund nach Hause fuhr. Dann passierte es. Sie hatten einen Autounfall mit schweren Folgen für den jungen Mann. 2 Monate nach seinem Unfall erfuhr er, dass er ab der Hüfte abwärts gelähmt sei. Er begann mit der Einnahme von Drogen und konsumierte immer mehr Alkohol. Eines Tages aber fuhr er mit seinem Rollstuhl auf eine Wiese hinaus, schloss die Augen und begann davon zu träumen, ein Olympicsieger zu sein. Die Leute würden ihm zujubeln und er stünde im Mittelpunkt mit einem großen Pokal. Dass er dies schaffen wird, glaubte zu diesem Zeitpunkt niemand, nicht einmal seine Mutter oder seine Freunde. Doch Thomas Geiersbichler schaffte das Unmögliche. Er trainierte Tag für Tag, um seinen Traum immer näher zu kommen. Sein Lebensmotto: Alles ist möglich, dem der glaubt. Ich möchte, dass mich die Menschen als Zeugnis in Erinnerung behalten, dass man wirklich sein Leben in einer Bestimmung leben kann. Genau darum geht es und ich möchte anderen Menschen auch Mut machen. Schaut nach vorne, ich hasse nichts mehr als Passivität, weil das für mich schon so ist wie Sterben. Und aktiv ist ins Leben treten. Aktiv sein heißt, immer einen Schritt weiter zu gehen. Dadurch entsteht Leben. Man muss nach vorne schauen, weil das Leben so schnell vergeht. Kira Grünberg oder Thomas Geiersbichler. Nur 2 Beispiele von jungen Menschen, denen das Leben einen Strich durch die Rechnung machte. Die von einer Sekunde auf die andere gezwungen waren, radikal umzudenken
und einen neuen Sinn im Leben zu finden. Viele von euch denken sich jetzt bestimmt, ach mir passiert so etwas ganz bestimmt nicht. Das haben sich Kira und Thomas bestimmt vorher auch gedacht. Daher möchte ich euch alle auffordern, überlegt doch mal, wie wertvoll ist euer Leben? Schätzt ihr es in all seiner Zerbrechlichkeit und Einzigartigkeit? Lebt ihr achtsam und bewusst? Bitte denkt immer daran, das Leben ist jetzt, nicht morgen oder nächstes Jahr. Niemand weiß, wie lange es dauert. Liebt euer Leben und schützt es jetzt.